Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rex Magica. Ja, liebe Leute, wir sind da angekommen in einer neuen Welt. Die wird natürlich jetzt erkundet. Und hier haben wir vor und den guten Ixix oder auch HC004 oder den Tobias. Kennt man vielleicht schon aus Let's Play Galacticraft und... Ja, ganz genau. Ich kann das nur zurückgeben. Du stehst vor mir, das heißt der Dominik, ja. Burning Crystal ist auch wieder mit am Start. Die sind sozusagen aus der Versenkung verschwunden. Nein, die sind aus der Versenkung wieder aufgetaucht und mit diesem neuen Let's Play hier. Und ja, da würde ich sagen, fangen wir mal ganz klassisch an, indem wir einfach mal irgendwas kaputt machen. Wie wär's mit dem Baum hier zum Beispiel? Schau mal, hier gibt's Blackberries. Die Frage ist bloß, Tobi. Schau mal, hier gibt's Blackberries, aber also genau. ich stehe ja nicht so auf Blackberries. Ich glaube, die sind out. Wer benutzt denn schon fucking Blackberries? Die trauen ja nichts. oder gibt's da irgendwas Gescheites? Nee. Also, ich glaube, ich weiß nicht, sind die jetzt gut oder nicht? Sind das jetzt Johannisbeeren oder was? Also, ihr seht schon, hier gibt's neue... Sorry, ne? Ich ernte auch gleich mal ein paar ab, ne? Also, die werde ich einfach mal snacken, würde ich sagen. Ja, und stirb dran bitte nicht. Das ist, also ihr seht schon, hier ist einiges los. Sieht okay, richtig geil aus. Da kriegt man nichts davon ab. Okay, das ist gut. Kann aber auch komischerweise essen mit vollem Hunger, was ich nicht so ganz begreife. Oh, cool. Man kann seinen Hunger damit auffüllen. Okay, das ist super klasse. Freut mich natürlich. Hier ist auch Laub am Boden. Ja, worum geht's denn jetzt bei unserem neuen Let's Play? Was sind denn unsere Ziele? Beziehungsweise gehen wir mal in eine Richtung, nicht, dass wir hier noch irgendwie abschimmeln. Ja, warte, ich ernte bloß noch diesen Bärenbusch ab, ja. Worum geht's in unserem Let's Play? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, wie man wohl am Namen irgendwie erkennen kann, ne, wird dieses Let's Play wohl in Richtung Magie gehen. Ja, Rex Magica. Oh, was ist das? Wir rennen hier planlos rum und sehen einfach nicht, dass da eine NPC-Village ist. What the hell? Gehen wir gleich mal rein, würde ich sagen. Richtig und geil. Und währenddessen, Leute, warte. Tobi! Wir sind solche Duselbauern. In der NPC-Village gibt's doch Bücherregale gleich. Die gönnen wir uns natürlich gleich. Warte, ich crafte nur mal noch schnell irgendeine Axt oder sowas. Ja, ihr seht also ganz einfach nur mal für diejenigen, die jetzt hier planlos da sind und uns gar nicht kennen, will ich das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Also, wir sind zwei Let's Player natürlich. Wir haben schon mal ein Let's Play Together gemacht mit 200 Folgen. Let's Play Galacticraft. Kam, glaube ich, relativ gut an. Und jetzt sind wir hier am Start mit Rex Magica, König der Magie. Genau, was handelt denn der hier? Äpfel. Naja. Oh, die sehen aber geil aus. Oh, der hier handelt wohl eine mystische Seite, ja, mit irgendeinem komischen Symbol drauf. Hier. Ja, was sie wohl bringt, wer weiß das. Wir werden das wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays alles erklären. Es geht um Erforschung, es geht um Bosse. Wir werden Bosse besiegen, wir werden irgendwelche creepy Gegner besiegen. Wir werden die größten Magier der Welt, des Universums, dieser Welt werden. Und wir werden so ordentlich alles zerlegen, würde ich schätzen. Ja, alles zerlegen. Hier gibt es ein paar Steaks. Oh, Alter, hier, guck mal. Schau mal, hier gibt es eine mystische Seite, ja. Hammergeil. For free, hier an, ja, Page Oasis Biome. Warte mal kurz, was ist denn das? Ah, das können wir gleich mitnehmen, geil, schau mal. Ja, klar, und dann, ich reiß gleich mal die Bücherregale. Was ist denn das hier? Schau mal hier, wir haben auch noch so eine schicke, so einen Tisch mit einer Tischdecke drauf. Schau mal, richtig sexy. Writing Desk. Also ich muss schon sagen, mach schon was her, Freunde. Wir nehmen jetzt nur bloß die Bücher mit, nur dass ihr es wisst. Wir werden sehr viele Bücher brauchen. Genau. Also macht euch da auf was gefasst. Und was tradet der hier? Oh, geilen Bookshelf für Dry Emeralds. Das lohnt sich natürlich Dry extrem. Emerald. Hey, schau mal, wir sind hier gleich am Ozean angekommen. Wunderbar. Hier gibt es auch ein paar schicke Blumen. Und, ja, Woodland Pink Root und hier haben wir eine Australian Bugle. Also, bei mir kommt gerade Castle Crashers Musik und da sind wir auch schon an der Musik. Ey, was ist das für eine Blume hier? Ja, also wir sind ein bisschen geflasht gerade selber von der Welt, weil, also das Modpack, was wir zusammengestellt haben, ist schon ziemlich geil, muss man sagen. Und die Musik, die wir verwenden jetzt auch eine ganz neue Playlist, die auch ein bisschen angestimmt ist auf dieses Magische, was wir hier durchtun. Ey, neue Beeren, rote Beeren, was ist das? Rote? Raspberry, heißt Himbeeren. Nee, echt? Achso, stimmt, ja klar. Doch, Raspberry sind Himbeeren, Freunde.
Oh Mann, ich habe meine Englischkenntnisse irgendwo liegen lassen. Da drüben sind auch irgendwas sowas wie Wasserlilien, ja. Und Seerosen und was weiß ich nicht. Alles haben wir alles da. Naja. Ich hab dich schon wieder so schnell verloren. Ah, da bist du. Ja, wahrscheinlich, ne? Kann ich mal kurz die Seite sehen? Weil ich meine, du bist hier ein bisschen vorne, ne? Finde ich ein bisschen find ich blöd. Und wir haben ja gleich was bekommen. Small Step of the Journey. Das heißt natürlich, dass wir hier einen kleinen Schritt auf unserer Reise bekommen haben, ja. Gemacht haben, ja, ganz klar. Und da hinten ist auch was Interessantes. Jetzt gehen wir mal weiter, weil wir suchen nämlich was ganz Spezielles in der Folge. Und das genau. Wollen wir jetzt auch, also die ersten Folgen werden ziemlich viel entdecken und Haus bauen und sowas und Standardsachen einfach sein. Und währenddessen einfach mal ein paar Blümle mitnehmen. Ja, so, ich überlege gerade, sollen wir da drüber über den Ozean zu diesen Inseln? Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Gehen wir mal am Rand entlang. Genau, das ist eine gute Idee. Bei mir kommt gerade Beatery, ja. Bei mir kommt gerade Edna und Harvey, The Breakout. Läuft bei uns. Oh, warte mal, warte, das ist aber nicht Tribesand, oder? Nein, das ist kein Tribesand. Nicht Tribesand, okay. Sehr das gut. Ist Mudball, das ist Schleim. Schleim, ich meine natürlich Schlamm, nicht Schleim. Komm mit, my friend, komm mit. Es geht voran. Oh, geil, schaut mal. Seht ihr das? Das ist ein Baum. Das ist ein großer Baum da hinten. Und da sind noch ganz viele große Bäume. Und da werden wir jetzt mal ganz kurz hingehen. Oh, sehr schick hier. Man muss ja sagen, wir suchen ja gerade also so eine Stelle. Wir suchen gerade so einen magischen See. Wie das genau heißt, das braucht ihr ja gar nicht zu wissen. Oh, da ein Creeper! Oh, okay, der hat mich natürlich nicht... Oh, eine Sprint... Oh, komm, bleib weg. Oh, gefährlich. Ja, auf die habe ich ja auch überhaupt gar keinen Bock. Warte mal, hier. Tobi, du musst mir mal kurz helfen. Ich bin kurz vorm Krepieren. Das ist natürlich ungünstig. Ich will nicht in der ersten Folge gleich draufgehen. Ja, wie auch... Wow, Mana Creeper! Mana Creeper! Ey, ist ja nicht niedlich. Ich habe ein bisschen so ein ungutes Gefühl, dass wir eventuell. Oh, Vorsicht, Creeper! Alter. Wir, der Beschreibung schon entnehmen könnt, ja, befindet sich auf unserem Modpack der Damage Indicators Mod. Ja, seht ihr ja auch gerade, ne? Und ich würde sagen, wir gehen lieber hier mal weiter. Ich weiß nicht, wo du bist. Warte mal ganz kurz. Ich möchte bloß mal hier. Cool. Kommt mal eine chillige Musik. Diesen Baum hier mitnehmen, weil der sieht schick aus. Und Tobi, bitte nicht sterben in der ersten Folge. Das wäre nämlich hart peinlich und das möchte gar keiner sehen. Ich weiß, natürlich. Ja, bitte verzeiht uns. In den ersten Folgen wird es wohl ein bisschen, wird die Magic von dem Part wohl erstmal nicht so schnell kommen, weil es ist nicht so leicht, gleich der Zaubermeister zu werden hier. Ganz genau. Aber was auf alle Fälle magisch ist, das ist der Himmel hier. Ja, der ist richtig einfach geil, ne? Der ist richtig, richtig lässig. Und warte mal, hier sind Schweine. Tobi. Was macht man mit Schweinen in Minecraft? Ja, man tut sie natürlich ordentlich zerfleischen. Kennt man ja noch aus unserem guten Schlachthaus, liebe Leute. Streichelt so. Ja, streichelt so. Muss man ja politisch korrekt sagen, Freunde. So, allerdings, ich habe jetzt irgendwie gar keine Lust. Oh mein Gott, da steht ein Creeper, Alter. Ich pack das gerade gar nicht. Ey, Creeper, komm her, Boy. Texturepack, was wir verwenden, ist übrigens DokuCraft. Ja, das habe ich, glaube ich, gesagt, oder? Nein, hast du vergessen, glaube ich. Habe ich gesagt. Habe ich nicht gesagt, weil wir haben ja schon mal gefailt bei der Aufnahme und ich werde jetzt hier den ersten Creeper dieser Serie fertig machen. Und zwar gescheit. Und dazu zählt natürlich im Faustkampf. Oh mein Gott, das sind Mana-Elementals. Oh oh. Wir werden sowas von sterben. Oh mein Gott. Nicht sterben. Warum erinnert mich das gerade an unsere erfolgreiche Serie Minecraft Realistic? Oh, Minecraft Realistic, bitte erwähn's nicht. Die Leute sollen sich das nicht geben. Da ist sogar ein Enderman, was gibt's denn hier? Oh, so close, komm schon, ich hab ihn gleich. Komm schon, noch 5 Leben, dann habe ich den ersten Creeper dieser Serie geslayt. Und zwar, komm, noch 3 Leben, Freunde. Das müssen wir jetzt uns schon geben. Oh nein, nicht blauen. Oh, yes, Gunpowder. Hey. Tobi, wo bist du? Ich bin da hinten, hier. Oh, nein. Hier rüber. Nein, Enderman. Oh, nein. Hier rüber, wo ich bin. Ich weiß ja nicht, rechts. Ich weiß ja nicht, wo du bist, Mann. Rechts, immer noch rechts. Ja, ich geh doch noch rechts. Siehst du mich? Vorsicht, du bist bei dem Elemental-Typ. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir überqueren hier den See. Okay. Den Fluss. Okay, ist eine super Idee, mein Freund. Dann überqueren wir mal hier schnell den Fluss und weißt du, was wir dann auch machen? Wir fressen ein bisschen Blackberries und weißt du, was... Hab ich gerade auch. Die sind echt cool. Vor allem, die frisst man anscheinend in einer relativ geringen Zeit, also nicht in der normalen. Ja, da hat sich der Modmacher hier ordentlich was gedacht. Guck, was da unten ist. Creeper. Ja, die mögen uns anscheinend super, ne? Ja, da bleibt was haften. Das Problem ist... Wir schwimmen jetzt wieder weiter, also bitte hier, weil wir wollen nicht auf so einer kleinen Insel bleiben. Wir wollen ja erfolgreich werden, wir wollen ja was Schönes finden hier. Und...
Ja, wir suchen also immer noch unsere Sache hier. Und ich glaube, wir werden jetzt einfach mal der Folge wegen demnächst mal anfangen, einfach Rohstoffe zu sammeln, weil ihr wollt ja natürlich auch sehen, wie wir ein bisschen was hier schaffen in der Folge. Oh, warte mal, hier ist ein Busch. Ein Busch, danke für den Busch. Du sollst übrigens die Schweine doch dann schon umbringen, glaube ich. So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir holen uns jetzt mal kurz Basic Equipment, weil wir sonst nämlich fragen. Hey, ja. Tobi. Wie wär's, wenn wir uns einfach in die Höhle da unten reinverziehen? Wie wär's, wenn wir jetzt erstmal kurz das Holz uns holen? Und ich hab hier gleich mal so ein... Ich hab schon Holz. Ich hab 24 Holz. Ey, ich hab hier einen von diesen Bäumen gefunden. Du weißt schon, die Bäume, die... Da Blätter runterfallen. Ja, die Bäume. Ja, dann komm trotzdem zu mir schnell. Ich hol noch... Was ich will... Oh, what the hell? Okay, ich will nur ganz kurz hier noch ein bisschen Holz für mich holen, weißt du? Dass wir noch ein bisschen was haben, nehme ich mir kurz nochmal 4 so mit und dann machen wir uns ein bisschen Basic Equipment. Wo bist du? Ich bin auch hier auf der Insel. Du musst bloß mal ganz kurz Zombies aus... eingekreist. Kommst du mal bitte raus auf deiner Hölle raus? Ich bin hier gegenüber, schau. Ah, okay. Bei den Zombies, bei mein Liebling, bei meinen Kleinen. Ich habe übrigens ein Crafting-Tab, du brauchst also nichts verschwenden. Gehen wir mal hier in die Höhle rein, oder hier? In welche? Wo bist denn du hin? In die da unten? Ja, da ist gefährlich, weil da ein Skelly ist. Wow! Mein Freund, ganz ruhig. Ich will euch nichts Böses. Okay, eigentlich schon, aber... das. Wieso gehen wir eigentlich in eine fertige Höhle rein? Sind wir eigentlich dumm? Ja, weiß ich doch nicht. Nein. Ich starb jetzt. Nein, oder? Ich starb jetzt. Nein, oder? Lebst du noch? Ja, mit einem Arzt. Vorsicht, da ist ein Zombie hinter dir, da ist ein Zombie! Renn. Geh einfach auf den Ozean raus, das ist am sichersten. So, jetzt, also... Warum wird es eigentlich so schnell Nacht, ja? Die Hälfte dieser Folge ist schon wieder rum. Und was haben wir... Ja, Freunde. Bücher, also das finde ich unterschätzen. Tobi, jetzt bleib mal einfach kurz hier schimmeln, weil da oben sind Creeper und Viecher. Glaub's nicht. Geh mal da hoch, hier ist es kalt. Ja, hier leben keine Creeper, die können hier nicht explodieren. Ja, ist klar. In der Kälte, da müsst ihr, wisst ihr, da ist, ne? Klar. Also, right, wo bist du? Da sind ganz viele Viecher da unten und die kommen hier alle hoch. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Ja, darf ich sagen... Da kommt auch ein Viech. Da kommen auch Viecher, Junge, die kommen von allen Seiten. Willst du mich verarschen? Okay, uns bleibt nur die Diagonale übrig. Wo bist du hin? Diagonale. Du siehst mich gleich, wenn ich abzisch. So, da bin ich, schau. Hallo. Guckst du? Ja, ich hab da ein halbes Herz, Alter. Ich hab doch gesagt, bleib da weg. So, weißt du was? Komm mal zu mir. Und wir werden jetzt einfach mal ganz oldschool eine Dirt-Haube uns bauen. Traurig, aber so ist es nun mal. Ja. Das ist, du hast 12 Leben, wie viel hab ich? Ich hab wie 12 Leben. Dreh dich mal zu mir her. Du siehst ja das Leben von mir. Ah ja, stimmt, du hast ein Leben. Cool. bleib mal hier. Komm, hier sind gerade keine Viecher. Ja, das ist gut. Zack, da kommt ein Creeper. Dann warte, ich mach mir kurz ein Schwert und dann mache ich den kalt. Okay, ich würde sagen, wir graben uns hier einfach eine Höhle. Wow, Der kommt zu mir. Ja gut, der ist auf mich Argo. Ja, super. Kommt der auch wirklich zu dir? Ja. Junge, lass den ja nicht in meiner Nähe explodieren. Okay, also jetzt verpiesel dich bitte. Ist da noch ein Zombie, Alter. Aber Gott sei Dank wird es Tag, Gott sei Dank. Okay, also wir haben die erste Nacht wohl einigermaßen ohne Probleme überstanden. Oh, ja, zweiter Creeper hier. Krieg ich gleich mal den Titel Creeper Slayer hier in der ersten Folge, no sweat. Und dann geht's ja voran. Okay, also ich habe jetzt ein paar Sticks und wir haben schon einiges bekommen. Ich schau mich nur mal ganz kurz. Gib mir auch mal gerade einen Stick, dann mache ich mir schnell nämlich eine Holzspitzhacke und dann geht's hier rein. Ich mache einfach mal selber eine Holzspitzhacke, kann sie dir ja geben. In die eisigen Berge geht's dann. Zack. Eigentlich lohnt sich ja nur eine Holzspitzhacke, da mache ich nur einmal eine. Exakt, ja. Okay, ich mache jetzt einfach mal nur eine. Okay, nimm du mal den Crafting Table. Oder wissen? Ich brauch's, ne? Lass mal den da stehen, ich habe sowieso schon noch einen dabei. Ach was, Mann. Da hinten, da ist ein Plains-Biom, da gehen wir jetzt hin. Okay, da gehen wir gleich hin. Okay, ich bin kein Verschwender, so wie du. Ich kann mir das nicht leisten, die einfach so da zu lassen. Und warte mal kurz, renn mal nicht, ich habe nämlich noch nicht vollen Magen. Rohem Fleisch muss ich mir den selbst füllen. Was? Echt? Hast du so viel rotes Fleisch? Ich habe nur Raw Pork Chop, aber wenigstens... Ich habe auch noch Stinkhorn. Das ist irgendwie eine Pflanze. Ja, leider komme ich nicht in die Regenzone, aber egal. Also weiter geht's, Freunde. Ich habe es Gott sei Dank voll geschafft. Echt? Hast du... Alter, hier. Voll unfair. Hat er jetzt eiskalt auch gehört. Was? Hast du mich gerade geschlagen? Nein, das ist das Mana-Element. Ah, verpiss dich. Ich kann nicht sprinten.
Planespion bleibt noch richtig gesehen. Was? Wo? Wie? Was? Da ist es grün, da gehen wir auf alle Fälle mal ja, hin. Oft ist es ein Planespion. Schau mal, das sind diese riesen Birken, die sich da gerade einzeln in Chunks laden. Da ist ein Planes oder so. Oh, ein Planes. Oh, Freunde, wir haben ein Planes gefunden. Wir sind glücklich, aber ich darf jetzt bloß ja, nicht... Und da, schau mal, hier drüben. Ey, was sind wir? Das sieht schon interessant aus. Aber ich glaube, da gehen wir lieber mal nicht durch. Ich glaube, das sieht aus wie eine Donnerwelt. Ich bin mir da nicht sicher, was das ist. Also da gehen wir mal lieber weg von. Ja, ich gehe mal durch, guck. Ja, was? So. Ja, da gehe ich auch mal. Okay, dann gehen wir mal wieder weiter, Freunde. So. Alles klar, gut, ich habe hier nochmal ein paar Blumen mitgehen lassen. Das sieht doch schon eher nach der Zone oder nach der Art von Zone aus, in die wir hier rein wollen. Ja. Muss ich schon sagen, also das ist hier auf jeden Fall eine sexy Plains-Wiese. Und hier, das sieht doch gut geeignet aus, oder? Oh, sehr geil. Und da hinten haben wir schon das, was wir die ganze Zeit suchen. Ja, und da haben wir hier noch einen Blätterfallenden Baum oder auf der anderen Seite einen Greatwood Tree, ja. Und dann würde ich sagen, hier sieht es doch mal nach einem guten Platz auf dem Lager. Richtig geil. Ja. So, dann wenn wir jetzt erstmal ein bisschen minen gehen. Oh, schau mal, hier ist sogar ein Wir sind von Gott gesegnet, muss man einfach dann so sagen. Benutzen wir unsere Mining Skills. Ich würde sagen, wir gehen in den Berg hier drüben. Nein, gehen wir doch in die Canyon. Nee, die Canyon, das ist immer ein bisschen gefährlich. Da würde ich erstmal noch draußen bleiben, weil ich meine, das ist. Du Pussy. Also. Komm mal hier rüber. Oh, das hier ist eine ganz seltene Blume hier. Ganz seltenes Exemplar. Was, wo? Können wir froh sein hier, die Blume hier. Ganz selten. Danke. Wächst unter diesem Baum hier, die brauchen wir unbedingt. Eine Aum, cool. Also dann gehen wir mal weiter, Freunde. Und zwar gehen wir jetzt meinen, ich gehe jetzt einfach mal darüber kurz chillen. Ich würde in den Berg gehen. Ja, rein. Schön, was du würdest, das juckt mich nicht. Ich gehe da jetzt rein und meinen. Ja, weißt du, du kannst hier Ewigkeiten nach einem Berg oder irgendwas suchen. Ich gehe da jetzt einfach rein und mein ein bisschen Cobblestone. Wooden Pickaxe, danke sehr. Das ist ein bisschen Dings. Ja, dann gehen wir aber darüber zu diesem blauen Seelies da. Oh, warte mal. Was haben wir denn da Was haben wir denn da? Das können wir gar nicht abbauen. Schade, Marmelade, Freunde. Aber es geht weiter. Wir haben Cobblestone, wir haben einen anderen Stone, der da über ist. Was hast du da gefunden? Hast du da so gelbe Steinlinien? Ja, klar, habe ich alles. Super Sache. Ja, die kann man erst mit der Eisenspitzhacke. Ja, klar, das war mir schon klar. Bloß haben wir leider keine Eisenspitzhacke. Ja, also dann komm jetzt mal hier rüber. Dann hast chill du doch einmal ein bisschen. Ist doch nichts los hier. Ist erste Folge, ganz locker lässig. Die Abonnenten erwarten nichts. Wir bauen ein bisschen was ab. Und du sprintest. Ich bin hier auf dem vollen Motivationskurs, ja. Ja, der sprintet von A nach B und hat irgendwelche Sorgen, die keiner hat. Schau mal, da ist nochmal so eine Quelle. Oh, weißt du, seht ihr mal, da unten ist übrigens auch was Praktisches. Links unten, für diejenigen, die es noch nicht gemerkt haben, ist die Armor Status hat. Und die zeigt uns an, wie viel Blöcke wir noch mit der Pickaxe abbauen können. Das können wir natürlich, haben wir unseren wunderbaren, unseren handwerklichen Fähigkeiten und Begutachtungskünsten zu verdanken, dass wir hier sehen, wie viel exakt Blöcke wir hier abbauen dürfen. Ja, ich meine, das können die meisten eigentlich auf einen Blick schätzen. Ja, klar. Und zwar immer wieder, das ist auch überhaupt nicht ermüdend. Ja, Leute, und deswegen... Schau mal, hier sieht es doch eigentlich nach einem optimalen Platz aus. Da drüben ist schon wieder so ein Ding zum Durchlaufen. Nach so einer Donnerwelt, ja. Einmal ganz kurz hier ein Sticky nehmen und mal... Oh, ich habe keinen anderen Sticky mehr. Da muss ich mal ganz kurz... Hier, ich mach Stickies. Gut, mach schon mal Stickies. Zack, zack. Ja, so. Da Stickies habe ich auch nochmal gemacht. Du gleich eine Steinspitzhacke mit. Klar, mach ich. Darf ich sagen, gehen wir einfach mal und hier rein. Und zwar mache ich dann nämlich auch nicht nur die Steinspitzhacken, sondern ich mache dann auch gleich noch eine Axt rein. Ja, klasse. Zack, zack, zack. Zack, sehr gut. Zack, ich mach mal eine Chest, ne? So, hier hast du jetzt mal zwei Spitzhacken. Hier, zack, zack. Nein. Natürlich kriegst du die wunderbare, exquisite Holzspitzhacke. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Wir graben uns doch nicht da rein, Alter. Das ist doch schwul. Warum denn? Ja, wir bauen jetzt erstmal ein bisschen Holz ab, oder? Oder was willst du denn meinen? Ich würde sagen, wir machen Aufgabenteilung. Aufgabenteilung? Genau. Du meinst Holz und ich gehe da rein und Holz. Das hab ich ja auch selten gehört. Also ich glaube, wir werden unser Haus hier auf diesen kleinen Hügel draufsetzen. Ist doch ganz schnieke, oder? Ja, das finde ich auch cool. Oder hier da hoch. Auf diese Fläche hier. Das finde ich auch ganz schnieke hier. Nee, im Tal baut man kein Haus. Da läuft ja nur das Wasser rein. So. Schauen wir mal hier. Mit der Steinspitzhacke, die übrigens nur auf einer Seite ist. Ist natürlich ultra praktisch.
weil dadurch wird verhindert, wow, das ist Gravel, Freunde. Gravel, ja. Weil ich keinen Bock auf Gravel habe, würde ich sagen, baue ich mir jetzt hier eine schnelle Schaufel zusammen und cool. esse ein paar von den Blackberries. Saturating so. Heißt... Also die haben als Beschreibung Saturating. Das heißt sättigend. Sättigend, genau. Genau, also muss man schon ein bisschen Englisch können, nicht so wie der Tobias, ansonsten hilft einem das hier nicht weiter. Und hier sind übrigens auch noch Kühe. Ja, und was sind die besten Freunde des Menschen in der Nacht? Klar, Fackeln. Und Fackeln können wir jetzt auch easy machen, weil wir haben hier gerade Kohle. Und ja, bis jetzt hat man wohl nicht so viel gemerkt von Magie. Außer, dass wir sau auf Bücherregal abfahren und das ist natürlich ziemlich nice. Also, ich habe jetzt mal ordentlich viel von den schwarzen Ziegenkörteln. Die können wir jetzt ordentlich... Das ist cool, dann mache ich mal hier weiter und baue erstmal hier den Tunnel aus, weil der ist zu niedrig und das kann ich ja gar nicht leiden. So, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen so Faggeln. Machen wir mal 28 Stück, genau. Zack. Okay, hier hast du eine Fackel. Ich gebe dir einfach mal ein paar Fackeln in dein Inventar. Und dann schaut euch diese wunderbare Animation in meiner Hand an, ist sie nicht sexy. Okay, dann machen wir einfach mal hier ein bisschen Licht. Müsst ihr einfach machen, das ist einfach sinnvoll. Wir könnten eigentlich mit einem Baumhaus starten, aber da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Außerdem ist 4. 4 ist schon ein bisschen mau für den Stamm. Da finden wir schon auch was 7 breiter ist oder auch mehr. Genau, und da haben wir hier Eisenerz. Eisenerz. Endlich. Hat er eiskalt Eisenerz? Ging schnell, das ist Achievement, get hier Eisenerz. Ja, also ich bin ja der Eisenkönig. Ja, doch, hab jetzt du Eisengard. Hast du mir vielleicht eine Schaufel oder so? Nee, ich wollte mir eine machen. Aber kannst du mir eine Schaufel geben? Nein? Nein, bitte? Dann habe ich das aufgegeben. Okay, dann mache ich ja folgendes. Ich nehme jetzt einfach mal kurz den Crafting Table von da drüben. Ich habe ja auch Dark Grass. Das ist natürlich unglaublich praktisch. Wenn einem das Lighte Grass einfach zu light ist, dann kann man auch ein Dark Grass nehmen. Ja, das ist natürlich sexy. Schau, jetzt weißt du, was noch unglaublich ist? Die Folge hat schon wieder 20 Minuten Länge erreicht. Ja, das ist natürlich super genial. Aber weißt du, was wir jetzt noch machen werden? Ich werde jetzt noch ganz kurz den Grundstein, ist ja die erste Folge, können wir noch ein bisschen überziehen, werde ich hier den Grundstein setzen für unser Häusel. Und deswegen, genau, zack, und hier nochmal den Furnace, den obligatorischen gemacht. Besser gesagt, den Ofen oder den Steinofen. Hier eine neue Steinofen. Sorte Stein. Was ist denn das hier? Ich kann es gar nicht mehr aufheben, weil mein Inventar voll ist mit Blumen. Ja, woher die wohl kommen, ich weiß nicht. Also das ist ja auch Vanilla Minecraft, was wir hier spielen. Also falls es euch nicht aufgefallen ist, wir benutzen Version 1.9.3 und das ist der neueste Build, den kriegt ihr, da ist die Magie hinzugefügt worden. Genau. Würde ich mich mal informieren an eurer Stelle, ist wirklich interessant. Das lohnt sich vor allem. Und die Gameplay-Neuerungen, ja, also da werden Items von ganz neuen Leveln hinzugefügt und das ist einfach genial, ja. Ja, vor allem sieht man ja auch diese Anzeige von der Haltbarkeit. Ich habe euch eigentlich vorhin angelogen, das ist gar nicht die Armor State, das hat. Das ist wirklich, also das neues Feature. Die haben sich mal überlegt, ja, wie können wir denn Minecraft mal interessanter machen oder mal auf die Wünsche von der Community eingehen. Macht man ja sonst nicht so. Und dann haben die es wirklich geschafft. Also bin ich wirklich heidenfroh drüber. So. Ich bin stolz auf die Leute hier von Mojang, gell? Also, hier ist jetzt also die Platte hier gemacht. Da wird das Haus drauf sein, nehme ich jetzt einfach mal an. Wird ein kleines Haus sein am Anfang, aber kleine Häuser sind meistens episch. So, hier ist ein Zombie und hier sehen wir schon unseren Mining-Stollen, ja, den wir jetzt hier gerade gefunden und aufgedeckt haben. Und das ist, denke ich mal, ein Fortschritt, ne? Und dann gucken wir uns mal oben an, was jetzt hier der Dominik fabriziert hat mit seinem Grundstein. Genau. Also wir werden ein bisschen Holz farmen müssen. Oh Gott. Schau, da stelle ich jetzt noch was daneben. Ey. Und dann packe ich jetzt erstmal alle Blumen rein. So, ich glaube nicht, dass die Blumen uns erstmal arg hilfreich sein werden, aber... Für die Blumen machen wir, glaube ich, eine extra Kiste, oder? Ja, das machen wir dann. Das ist ja alles schön und gut, aber jetzt lassen wir das mal. Okay, also dann sind wir jetzt auch fertig mit der ersten Folge. Ich hoffe, das hat euch einigermaßen unterhalten, das, was wir gemacht haben. Wir werden hier unser Haus errichten. Vielleicht gehen wir auch später auf einen Berg oder so. Schreibt uns doch, was ihr euch von dem Let's Play wünscht. Wir werden sehr viel erforschen, wir werden sehr viel mit Magie machen, wir werden sehr viele Bosse niederstrecken, alle Bosse niederstrecken, alles erforschen und wir werden die Könige dieser Welt werden. Ja, Tobias wird die Königin sein und ich der König, aber so ist es halt. Ich denke, das war das Wort zum Sonntag, ist sogar wirklich das Wort zum Sonntag, heute ist wirklich Sonntag. Noch Sonntag? Nein, noch? Ist es nicht mehr Sonntag. Nein, es ist gerade Montag geworden, es tut mir leid, ja. Ihr seht, wir nehmen mal wieder zu... Vielen Dank, ja.
für lohnt die drauf, ne? Gut, also dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und würde ich sagen, tschüss und bis dann. Ciao.